Ja, was machen wir eigentlich? Wir reden jetzt über Crafting und über Base Building, was bereits nächstes Jahr ins Spiel kommen soll. Und damit ganz, ganz herzlich willkommen zum zweiten CitizenCon Let's Show. Und lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen Themen interessiert. Was ist Base Building? Was machen wir da? Was ist Crafting? Wir beginnen mal mit dem Thema Crafting. Crafting ist in Star Citizen wichtig, weil wir alles im Spiel craften können sollen. Wir müssen Ressourcen generieren, also über Mining, über Salvage. Wir können Sachen farmen unterwegs, irgendwelche Materialien und dann diese Sachen verwursten, raffinieren beispielsweise, um sie zu veredeln und dann schließlich auch ja, Sachen zu bauen. Das Interessante an der ganzen Sache ist aber, dass das Crafting noch viel weiter geht, nämlich in den Science-Bereich. Es war lange Zeit bei Star Citizen gar nicht geplant, dass wir Items irgendwie verbessern können sollen. Dass es irgendwelche Unterschiede gibt zwischen Waffe A und Waffe B, wenn es die gleiche Waffe ist. Das ist vorbei. CIG trennt sich von dieser alten Linie und gibt nun hier auf der CitizenCon bekannt, dass wir tatsächlich bestehende Items und auch neue gefundene Items upgraden können mit Hilfe von Crafting. Und das heißt, wir können also Waffen, Rüstungen, aber auch Schiffskomponenten, Raumschiffe selbst und unsere eigenen Basen immer weiter verbessern in sogenannten Tierstufen. Was brauchen wir dafür? Nun, wir brauchen dafür Materialien. Die können wir bekommen durch Hunting, Harvesting. Also wir sammeln verschiedene Sachen unterwegs, wir salvagen das von irgendwelchen Höhlen ab, wir machen Bergbau, wir haben noch andere Möglichkeiten, auch mit den Basen, die wir beim Bauen können, die wir uns gleich noch anschauen werden, Ressourcen zu generieren. Wir können das per Hand machen mit einem Raumschiff oder mit einem Fahrzeug. Das ist ja alles bereits im Spiel. Und es kommt noch weiteres hinzu, Drohnenmining zum Beispiel später oder eben auch das Base Building, wo es ebenfalls Mining-Einrichtungen gibt. Aktuell ist es so, dass wir nur Erze raffinieren können, aber schon bald sollen wir alle möglichen Arten von Ressourcen in die Raffinerie schmeißen können und sie damit veredeln. Das Ganze kann man dann natürlich auf der einen Seite verkaufen, logischerweise, oder wir benutzen es als Material für unseren Crafting-Beruf, um dann unsere Items zu verbessern oder eben unsere eigene Basis zu kreieren. Items, die wir verbessern, können wir dann mit anderen Spielern oder auch mit NPCs in der Spielwelt traden und damit auch nochmal extra Profit generieren. Wie funktioniert das Ganze? Es wird solche 3D-Drucker, wie ihr ihn hier gerade seht, geben in verschiedenen Größen, auch in verschiedenen Tierstufen und wir brauchen dann sogenannte Blueprints. Wenn ihr euch erinnert an letztes CitizenCon 2023, wurde darüber schon mal berichtet. Und diese Blueprints können wir zum einen einfach so kaufen, irgendwo bei irgendwelchen Händlern. Wir können sie durch Fraktions-Rewards, also für Ruf bekommen. Wir können sie auch beispielsweise looten bei irgendwelchen besonderen NPCs. Und wir können sie upgraden durch die neue Research-Mechanik. Und hier kommt ein spannendes neues Element ins Spiel, nämlich das Thema Qualität. Alle möglichen Ressourcen in der Spielwelt werden ihre eigenen Qualitätsstufen haben, je nachdem, wo wir sie also finden, was es für ein Vorkommen ist. Unterscheidet sich also bald das Eisen von Mond A, von Mond B. Es kommt also auch auf das Sternensystem an. Es kommt auch generell auf den Zufallsfaktor an, wo wir gerade sind. Diese Qualitätslevel geben uns dann wiederum Auskunft darüber, wie wertvoll das, was wir abbauen, ist. Also es geht nicht nur um das reine Material an sich, sondern eben wirklich auch um die Qualität. Und wir können dann damit wiederum Material sparen oder wertigere Endprodukte herstellen. Und das ist auch genau das Stichwort. Wertigere Endprodukte sind zum Beispiel bessere Waffen. Hier haben wir mal ein Beispiel von der Vault Pulse Pistol. Und wir haben oben rechts 3 Tierstufen. Diese ist es hier gerade auf Tier 1. Wir sehen eben rechts, was bei Tier 2 passiert und was wir brauchen, um diese Waffe auf Tier 2 oder dann eben noch später auf Tier 3 abzugraden. Und das kann sich durchaus sehen lassen. Zum einen sinkt das Gewicht der Waffe, weil eben die Materialien hochwertiger sind. Die Feuerrate steigt dezent und am Ende ist auch die Integrität ein bisschen besser, denn die Items werden eine Integrität haben. Und zwar alle möglichen Items. Das heißt, sie werden im Laufe der Zeit ja gewissermaßen decayen, sie werden ein bisschen kaputt gehen und ja quasi altern. Auch Essen kann beispielsweise verbessert werden, hier der Hotdog, ne, um bis zu 87% hier von Tier 1 auf Tier 2, um uns noch satter zu machen als bisher. Also kurzum, höhere Tierstufen von denselben Items haben einfach bessere Stats und halten länger durch und machen ihren Job, den sie tun sollen, einfach insgesamt besser. Ist also im Prinzip gar nichts Neues für alte MMO-Veteranen. Wir kennen sowas aus WoW und aus vielen anderen Spielen auch, sicher auch aus Eve zum Beispiel. Aber für Star Citizen-Verhältnisse ist es eben schon ein bisschen neu, weil es so in der Form einfach niemals geplant war. Da wir auch Raumschiffe craften können, ja, richtig gehört, ist es nochmal wichtiger, das Ganze zu wissen, denn Raumschiffe gehen sogar bis Stufe 5 abzugraden. Und ja, wir können auch unsere Echtgeldschiffe, die übrigens alle auf Tier 1 sind, auf bis zu Stufe 5 upgraden, wenn wir genügend Material und die richtige Basis haben. Hier sehen wir mal so ein paar Auswirkungen, ne? Die Waffe hat eine deutlich bessere Treffergenauigkeit. Der Quantum Drive im Schiff lädt wesentlich schneller auf. Und die Salvage Laser bauen viel schneller ab. Also es ist schon ein wirklich enormer Unterschied zwischen den einzelnen Tierstufen. Okay, gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück zum Thema Blueprints. Blueprints sind sehr wichtig, um das alles zu machen. Wir können sie überall in der Spielwelt beim Spielen finden, je nachdem, was sie eben so machen. Und was ganz entscheidend ist, diese Blueprints sind an den Charakter gebunden, also ein bisschen wie Seelen gebunden aus WoW. Wir können sie also weder mit anderen Leuten traden, also auch nicht auf eBay verkaufen oder sonst wie irgendwie uns cheaten. Wir müssen sie zwingen, uns selbst erspielen und das ist ein ganz wichtiger Faktor hierbei. Das Upgraden oder Craften ist relativ automatisch, wir brauchen nur die richtigen Ressourcen und den richtigen Blueprint und drücken dann am 3D-Drucker den Knopf und dann kommt das Item nach einer kurzen Zeit raus oder das Upgrade ist eben dann durchgeführt. Ressourcen, ist klar, kennen wir schon, sammeln wir in der Open World oder klauen sie uns bei anderen oder kaufen sie an der Börse oder an sonstigen Handelsposten. Und in der Raffinerie spielt dann wiederum die Qualität unserer eingesammelten Ressourcen eine wichtige Rolle, um am Ende weniger Material zu brauchen oder ein besseres Ergebnis zu erzielen. Entscheidend ist auch nochmal ganz klar zu sagen, sämtliche Items, auch Subscriber-Items zum Beispiel, sollen craftbar werden, bis hin zu Raumschiffen, alles was es im Spiel gibt, oder sagen wir mal fast alles. Wir müssen halt die Baupläne haben und die sind dann wiederum schwierig zu bekommen, weil sie teilweise hinter irgendwelchen Roof-Walls oder anderen schwierig zu machenden Gameplay-Features stehen. Ein gewisser Teil von diesen Blueprints wird aber sicher bei normalen Händlern kaufbar sein. Das gilt sowohl für Item-Verbesserungen oder generell für Items, als auch für die ersten Gebäude beim Base-Building. Wir reden also schon eher von den Tier 2 oder Tier 3 Stufen oder noch höher, die bei uns dann auf einen schwierigeren Weg organisieren müssen. Also muss keiner Sorge haben, auch keine Gelegenheitsspieler, dass sie das hier nicht zocken können. Das ist eigentlich schon gedacht, dass es im Grunde genommen für jeden zugänglich ist und man erst dann hinten raus sozusagen die Schwierigkeiten bekommt, wenn man es sehr komplex haben will und die High-End-Rewards braucht. Es wird verschiedene 3D-Drucker geben, kleine, mittlere, große oder auch sehr große. Ganz hinten, das ist zum Beispiel ein Raumschiff-Crafting-3D-Drucker, der also richtig fette Oschis bauen kann. Aber dazu kommen wir gleich noch. Werfen noch einen kleinen Blick auf das Crafting allgemein. Es soll über 1000 verschiedene Blueprints geben, die wir an diversen Stellen finden können. Wir können uns sehr stark spezialisieren und wir können auch mit anderen Spielern zusammenarbeiten, um Sachen zu organisieren. Letztendlich reden wir hier von einer sehr langfristigen Progression, die wir uns erspielen können, also im Bereich der Wirtschaft, im Bereich Trading zwischen den Spielern, aber auch einfach als ja, befriedigendes Erlebnis, dass wir es geschafft haben, so weit voranzuspielen. Das ist also auch durchaus nicht nur eine Startmechanik, wo man so ein bisschen anfängt zu craften, sondern auch bis zum Endgame durchführend. Und genau das bringt uns nun zum Thema Base Building, denn wir müssen ja irgendwo diese 3D-Drucker aufstellen und das Ganze mal starten können. Und wir sehen jetzt hier in dieser kleinen Gameplay-Demo, die in-Engine gemacht wurde, wie das Base-Building funktioniert. Das ist eine Greybox, das heißt, das ist schon sehr weit fortgeschritten und soll eben dann nächstes Jahr an den Start gehen. Wir haben ja einige Ressourcen, die bereits platziert wurden und wir haben dieses neue Gerätchen. Ja, das ist der Singleplayer Base Builder, so ein kleines, lustiges Hover-Vehikel, so ein Hover-Trolley. Und der hat eine kleine Drohne eingebaut, eine Base-Building-Drohne, denn das gesamte Base-Building auf allen Ebenen wird über Drohnen geregelt. So, und dann können wir eben hier draufdrücken und kommen dann in diese RTS-Ansicht wie ein Strategiespiel, wo wir uns den Platz genau angucken können in der größeren Third Person. Alles live, die Spieler unten, die laufen da wirklich rum. Und dann können wir uns hier unsere Strukturen aussuchen, die der Base-Builder für uns bauen soll. Dann können wir das hier relativ leicht mit Hologramm platzieren, drehen, alles wie wir wollen, ne? Relativ frei und bumm. Jetzt ist das Bauen hier gerade instant, damit es schnell geht. Später wird es natürlich dann für uns ein bisschen dauern, weil die Drohne, die baut das, die druckt das quasi dann dahin. Das soll auch ganz cool aussehen und da muss man ein bisschen warten, je nachdem, was es für ein Gebäude ist. Oder man hat eben vielleicht auch mehrere Drohnen parallel, die zusammenarbeiten und das Gebäude bauen. Da können wir auch reingehen, das ist voll funktional. Ja, wir haben hier Türen, wir haben eine Airlock, eine kleine und innen drin ist dann Platz zum Platzieren von irgendwelchen Objekten. Es fällt aber auf, dass wir hier weder Sauerstoff haben, noch Atmosphäre, noch Licht oben an der Decke an ist. Und das heißt, ihr wisst es schon, genau, Ressourcenmanagement ist auch beim Base-Building extrem wichtig. Wir müssen also nochmal raus und müssen noch eine Powerplant bauen. Das kann verschiedenes sein, ein Solarpanel, ein Windrad. In dem Fall wird es jetzt hier so ein Hydrogen-Energiegenerator quasi, der mit Treibstoff befüllt werden muss. Und der muss dann auch regelmäßig aufgefüllt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist also ein richtiges, realistisches Ressourcenverbrauchssystem, wie auch in den Raumschiffen übrigens, genau das gleiche. Wie machen wir das Ganze? Nun, unser Kollege kann hier währenddessen arbeiten, das ist gar kein Problem. Ja, wir können hier auch dabei zugucken in dieser lustigen Ansicht. Übrigens, das ist hier ein Mond oder ein Planet in Pyro, nicht in Stanton. Deswegen bräuchte man hier auch keinen Landclaim. Hier kann man einfach so frei irgendwas hinbauen. Aber gut, wir brauchen jetzt eine Energiequelle. Hier nehmen wir diesen Generator. So ein großer Hydrogentank ist da mit drauf. Überlege, wo wir den am besten hin platzieren wollen. Ja, vielleicht so da oben hin. Ein bisschen drehen. Ein bisschen dran da an diese Ressourcen. Ein bisschen nach unten, nach oben verschieben geht ebenfalls noch. Und fertig. Und dann, müssen wir den eigentlich nur noch anschalten. Verbunden wird der ganze Kram offenbar automatisch. Es gibt hier keine Kabelverlegung. Man kann aber im Energiemanagement von der Basis sozusagen dann diese Verkabelung sehen und dann auch Sachen ein- und ausschalten. Man hat die volle Kontrolle über die Energieverteilung und der ganzen anderen Ressourcenkram. Es gibt noch mehr. Es gibt noch Wasser zum Beispiel. Wo man das eben hinschicken will und wo nicht. Das ist also ähnlich wie in den Raumschiffen so ein Power-Management-System. So, wir aktivieren das Ganze hier und laufen dann vor zu unserem Kontrollpanel. Ja, da ist auch sogar schon Licht an, wie ihr seht. Und hier können wir jetzt im Prinzip das Ganze einstellen. Das zeigen sie jetzt hier nicht, das sehen wir aber gleich nochmal in einer anderen Ansicht. So, Turbine läuft. Wunderschön sieht's aus. Ja, und jetzt sollte unsere gesamte Basis mit Strom versorgt sein. Also jedes Gebäude, was hier irgendwo ist, hat entsprechend Strom. Da oben ist auch schon Licht an. Wunderbar. Ja, jetzt gehen wir nochmal zurück. Und ihr seht schon, es ist sehr, sehr einfach. Es ist ein völlig freies Platzieren auf der einen Seite. Es ist aber auch kontrolliert von CIG, weil wir können nicht irgendwas bauen. Das ist kein Minecraft. Wir haben also dann Blueprints. Es wird aber wahrscheinlich sehr viele Blueprints geben. Also keine Sorge, dass jede Basis gleich aussieht. Vielleicht am Anfang, wenn sie es implementieren, aber nach einer kurzen Zeit. Es wird Skins geben und Co. Das sehen wir gleich nochmal. Da wird es sehr viel Unterschied geben. Ja, und jetzt ist hier Licht an. Ihr seht es oben an der Decke. Wir haben auch Sauerstoff in dieser Basis und wir haben hier auch schon einen 3D-Drucker hingestellt bekommen vom Kollegen. Und der ist ebenfalls aktiviert und jetzt bereit, hier theoretisch jedenfalls irgendwas zu drucken. Was nochmal ganz, ganz wichtig ist, die Base-Building-Drohnen nehmen sich automatisch die Ressourcen zum Bauen der Gebäude. Wir müssen nicht alles irgendwo hinbringen, das ist sehr automatisiert. Wir müssen nur dafür sorgen, dass im Lager die Ressourcen vorhanden sind und die Base-Building-Drohnen den richtigen Auftrag haben. Der Rest geht von ganz allein und das gilt nicht nur für diese kleine Basis, das gilt auch für die allergrößten. Also, fassen wir es nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben zwei verschiedene Arten von Base-Buildings. Wir haben Claimed Land und wir haben Unclaimed Land. Unclaimed Land geht nur in irgendwelchen Sektoren, wo keine Security ist, wo keine UEE ist, ne? In Pyro zum Beispiel oder in Nyx. Die Claimed-Gebiete, das sind dann diese UEE-Land-Claims, zum Beispiel in Terra, in Stanton zu finden oder auch in Castra. Und da müssen wir dann eben uns ein Grundstück kaufen. Das heißt, CIG kontrolliert, wo darf überhaupt gebaut werden. Das ist auch okay, dass man eben nicht an irgendeine Mining Area direkt daneben irgendwas hinbaut oder direkt an Lorville anbaut, wäre ja auch doof. Wenn wir unsere Location gefunden haben, egal jetzt welche, brauchen wir ein Base-Building-Vehicle, zum Beispiel das kleine hier, gibt noch viele weitere. Und dann brauchen wir Ressourcen, die wir entsprechend platzieren in dem Cargo-Bereich von diesem Base-Building-Vehicle, geben dann einfach den Auftrag raus und die Drohnen machen den Rest. Es gibt Small, Middle, Large und Extra Large. Das heißt, wir haben 4 Größentypen, die verschiedene Gebäude haben, verschiedene Größen entsprechend auch haben und völlig andere Ressourcen brauchen. Wir sehen hier noch mal so ein paar andere UI-Geschichten, wo man auch scannen kann, beispielsweise, was unterhalb des Landes ist, also ob es sich lohnt, da eine Basis zu bauen. Denn wir können natürlich auch einfach nur einen Ressourcengenerator hinsetzen. Wir müssen nicht irgendwie ein Hauptgebäude hinstellen oder irgendeine Wohnung. Das ist völlig frei. Ne? Ich kann einen Energiegenerator hinsetzen oder ein Solarpanel, dann irgendeine Mine und dann baut das Ding einfach von selber ab. Und das ist natürlich sehr attraktiv. Und das heißt eben auch, wir können nicht nur eine Base bauen, auch nicht nur 2, sondern wir können 100 Basen bauen. Wo auch immer wir möchten, sind wir völlig frei. Wir müssen es halt nur verteidigen können, wenn sie nicht im UEE-Gebiet ist, oder bezahlen können, wenn sie im UEE-Gebiet ist. Und wir sind hier, ja, so ein paar Baupläne aus dem UI. Das sind jetzt wirklich nur so eine kleine Auswahl. Das ist alles Greybox. Sie sind da schon relativ weit, muss man sagen. Das ist erstaunlich, wie gut sie hier durchgekommen sind. Klar, sie arbeiten ja auch schon eine ganze Weile daran, aber das sieht schon sehr, sehr vielversprechend aus. Und laut CIG soll es ja auch Anfang nächsten Jahres ins Spiel reinkommen. Und ja, dann wählen wir hier entsprechend unsere Ressourcen aus. Auch hier gibt es wieder Tierstufen, wie ihr seht, ne? Das Gebäude kann bis zu Tier 5 gehen. Das heißt, da brauchen wir dann die wertvollen Materialien. Dann ist das Gebäude vielleicht noch besser geschützt, hat bessere Stats. Ihr seht es ja oben rechts, was sich da so alles verändert, ne? Und dann wird es einfach hinplatziert. Hier sehen wir nochmal die Verkabelung, ne? Je nachdem, was ich eben habe. Die Kabel sind aber völlig unsichtbar und da kann man auch nicht drüber stolpern. Das ist eher so dieses Energiemanagement. Wo soll denn überhaupt Energie hin? Vielleicht möchte ich irgendwelche Sachen hier ausschalten, weil mir sonst der Strom ausgeht. Das kann ja sein. Und da muss ich vielleicht mal irgendwas abknipsen, dass es mir nicht den Saft wegzieht. Wir haben verschiedene Gebäudetypen, wir haben Minen, wir haben normale Wohngebäude, wir haben Hangars, Landingpads, wir haben auch Schildgeneratoren, dazu komme ich nachher gleich nochmal. Wir haben Geschütztürme und. Es ist wirklich sehr, sehr vielfältig und das ist ja nur der Anfang. Es kommt noch viel, viel mehr obendrauf im Laufe der nächsten Patches. Und wie gesagt, wir können auch Gebäude upgraden, wenn sie einmal stehen, das ist kein Problem. Brauche ich ja diese Base-Building-Drohne, gebt einen Auftrag raus, habt die Materialien da und dann wird dieses Ding ein bisschen verbessert. Und wir können die Basen völlig frei dekorieren. Und hier kommt endlich etwas ins Spiel, was wir uns schon lange wünschen, nämlich eine magnetische Fixierung. Items können über das Base-Building-Interface platziert werden, müssen also nicht per Hand dahin getragen werden und werden dann magnetisch justiert, dass sie nicht mehr umfallen oder weggepustet werden. Und ja, das gilt nicht nur für Base-Building, das gilt auch für Hangars und auch für Raumschiffe. Das gilt für alles. Das heißt, dieser neue Base-Building-Modus, dieser Dekorator-Modus, wie sie es hier nennen, der gilt generell für alles, wo wir irgendwas dekorieren können und dürfte uns das Leben massiv erleichtern. Ist ein bisschen unimmersiv, zugegebenermaßen, aber es ist halt im Sinne des Gameplays eine deutliche Verbesserung von der Quality of Life und auch einfach viel, viel sinnvoller, das ordentlich so zu designen. Also kurz zusammengefasst, wir suchen uns ein Plätzchen, wir bauen da was hin, wir managen unsere Basis, wir müssen darauf aufpassen, wir müssen uns darum kümmern und alles ordentlich verwalten und dann können wir davon profitieren, indem wir Ressourcen abbauen oder einfach ein schönes Wohnhaus haben oder ja, es einfach nett dekorieren und mit unseren Freunden dort abhängen und vielleicht auch den einen oder anderen kleinen Kampf dort erleben können. Das Ganze wird aber noch eine Ecke größer. Das Ganze wird sogar sehr viel größer. Und zwar im industriellen Sinne. Hier sehen wir mal eine kleine Gameplay-Demo, wo wir jetzt hier eine Basis haben, die ja solche Mining-Laser platziert. Hat euch gut gefallen. Wir fahren mal da nach oben. Denn hier ist der Building-Bereich entsprechend platziert. Und wir haben hier eine wunderbare Draufsicht auf unsere Location. So, und dann kann ich eben hier ordentlich anbauen und kann wesentlich mehr von der Location zum einen sehen. Ich kann aber auch ja, viel weiter weg von der Location bauen und viel größere Anlagen herstellen. Ihr seht jetzt hier das Endprodukt mal von diesem kleinen Test. Und das sind wirklich sehr, sehr große Bergbaulaser, ja, die da unten Ressourcen generieren. Hier sehen wir mal von unten gerade. Das ist schon insane, ja, was die da rausholen. Und diese Ressourcen, die da abgebaut werden, müssen entsprechend irgendwann abgeholt werden. Also hier ist so ein Lager, automatisch werden dort die Kisten rein platziert, wenn sie hergestellt wurden. Und da müssen wir sie irgendwann mal abtransportieren, wenn das Lager voll ist. Also wir müssen nicht die ganze Zeit hier rumstehen, wir müssen halt ab und zu vorbeikommen, wenn wir wissen, okay, jetzt ist unser Lager quasi voll, ne, und wir wollen die Ressourcen haben, wollen die verkaufen oder dann veredeln. Theoretisch ist es sogar ein Selbstläufer. Wenn ich genügend Minen oder verschiedene andere Ressourcen generierende Basen habe, dann würden die mir ja theoretisch die Ressourcen automatisch generieren, um weitere Basen zu bauen. Also man kann an diesen Punkt kommen. Ich denke aber schon, dass ein bisschen ja persönlicher Aufwand hier und da notwendig ist, durch das Verwalten der Basis oder durch Multi-Crew-Gameplay und mehr. Und hier gehen jetzt mal die Laser gerade an. Und ihr seht, auch schon animiert. So, und Feuer. Frei. Zack. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Na klar, wenn jetzt das Lager voll ist, würden die Arbeit einstellen und dann habe ich null Reward, habe nur Energie verschwendet, aber ne, da muss man halt so ein bisschen sich Mühe geben und das Ganze ordentlich machen. So, die Frage lautet, wie kann ich denn jetzt eine größere Basis vernünftig verwalten? Wie kann ich denn von A nach B Sachen schieben? Und da kommt eine wesentliche Verbesserung des Frachtaufzuges ins Spiel. Ihr seht es hier, wurden jetzt weitere Gebäude platziert, weiter weg von der Basis, und wir haben jetzt zwei verschiedene Frachtaufzüge innerhalb derselben Base. Einer ist hier oben und der andere ist unten bei unserer Minenanlage. Und angenommen, ich habe jetzt irgendwelche Waren, irgendwelche Kisten, die ich unbedingt darunter transportieren will oder umgekehrt, dann kann ich hier diesen Frachtaufzug dafür einfach benutzen. Wird immer kurz demonstriert. Man geht ran, holt ihn quasi hoch, zack. Und jetzt kann man hier einfach eine Kiste nehmen, diese da reinstellen. Das ist jetzt quasi unten bei der Mine, zack. Und schiebt den ganzen Kram nach oben. Und siehe da, es ist einfach da. Ja, also das heißt, wir müssen gar nicht jeden einzelnen Kram da hin und her schieben mit irgendwelchen Raumschiffen oder mit Fahrzeugen. Wir können auch mit einem vernünftigen Lagersystem, was wir uns selber zusammenstellen, das wesentlich verbessern und dann Wege entsprechend kürzer machen. Und da seht ihr diverse Assets, die schon da sind. Das ist alles Greybox, das ist im Prinzip alles noch nicht fertig, aber es ist so weit, dass es kurz vor der finalen Art-Phase steht und das heißt auch sehr, sehr bald implementiert werden kann. Eben wie gesagt, Anfang nächsten Jahres. Ich habe ein paar NPCs reingesetzt, für die Optik natürlich nur. Ja, wir können dann hier abhängen unseren Leuten, können auch Schach spielen. Also da ist, glaube ich, für jeden was dabei. Selbst Kleinstbasen von kleinen Spielern, Singleplayern, die wenig Zeit haben, werden da möglich sein. Und auch große Basen für große Gruppen oder Orgas sogar sind hier machbar. Wir können Hangars platzieren, wir können auch mit größten Schiffen teilweise hier landen. Hier seht ihr einige Beispiele. Das ist wirklich herrlich. Es ist so schön, das alles mal hier im Einsatz zu sehen. Und ich bin unglaublich froh, dass wir hier nun so langsam mal angekommen sind. Ich kann auch mit einem Auto durch meine Basis fahren und ich kann auch Autos craften in meiner Basis. Wie gesagt, ich kann hier alles machen. Ich kann tun, was ich will. Ich brauche nur die richtigen Baupläne. Ich brauche die Menge an Ressourcen und die großen 3D-Drucker. Und wir sehen es gerade, er fährt hier jetzt mal zu einem dieser 3D-Drucker hin, wo ein Raumschiff gerade dabei ist, gecraftet zu werden. Und ja, wir gucken mal kurz ein bisschen zu, wie er dahin läuft. Es ist so wunderbar. Ich stelle mir die ganze Zeit vor, wenn ich das hier... Ich meine, ich kenne es ja. Ich habe es ja mit euch geschaut, Samstag, Sonntag. Aber es nochmal hier jetzt anzugucken und nachzuvertonen und in Deutsch zu machen, ist halt... Da kommt man richtig ins Schwärmen teilweise. Ich entschuldige mich vorab, aber es ist einfach wahnsinnig cool. Ich liebe Base-Building. Ich liebe diesen ganzen Shit. Ja. So, hier ist jetzt das Crafting von einem Raumschiff. Da ist so eine Blast-Door davor, die das Ganze schützt. Und wenn das Schiff fertiggestellt wurde... Dann sehen wir, was es ist. Und es ist eine Spirit C1 wahrscheinlich. Wunderbar. Zusammengefasst, Base Building heißt, wir sammeln Ressourcen irgendwo anders, bauen dann unsere Base, bis die Base irgendwo mal autark laufen kann, dann selber Ressourcen generiert, dann können wir noch größere Basen bauen, wir müssen uns um die Logistik kümmern, um den Treibstoff und am Ende können wir da eben auch wirklich alles mit craften. Und das, was wir craften, können wir entsprechend selber benutzen oder wir verkaufen es im Spiel an die Börse, an NPCs oder eben auch an andere Spieler. Und durch die gesamte Aufwertungsmechanik sind wir eben auch in der Lage, nicht irgendwelche Basis-Items zu craften, die es in jedem Shop gibt, sondern eben auch zu sagen, okay, guck mal, ich habe hier eine Knarre oder eine Rüstung oder ein Quantum Drive oder andere Items, auch ganze Raumschiffe mit einer höheren Tierstufe und die sind dann natürlich viel wertvoller, viel interessanter für die Spieler, wenn halt der Quantum Drive doppelt so schnell ist oder doppelt so schnell laden kann zumindest oder weniger Sprit verbraucht, ja, oder wenn die Waffe mehr Schaden macht, wenn diverse Dinge einfach besser sind, dann sind Spieler auch bereit, dafür mehr auszugeben. Und übrigens auch natürlich die NPCs sollten dann höhere Preise dafür bezahlen und das heißt wiederum noch mehr Profit. Unsere Basen können auch customized werden. Es wird verschiedene Paint-Jobs, also so eine Art Skin dafür geben, wo wir die Basis individualisieren können. Natürlich auch verschiedene Gebäudetypen. Und wir können sogar unser Orga-Logo oder den Namen der Basis draufpacken, mit Hilfe von einem bestimmten Texttool wahrscheinlich jedenfalls. Und vielleicht sogar das richtige Logo, wenn wir dann eins haben. Auch Farming und Ranching kommt. Wir können also unsere eigenen, ja, Plantagen haben. Wir können unsere Ranch haben mit Tieren. Zum Beispiel diese Crazy Gazer oder wie sie heißen, diese Weltraum-Space-Kühe von Terra. Können wir dort entsprechend in großen Stellen halten oder auf der Weide grasen lassen. Das soll alles noch in Zukunft kommen. Und generell, CIG will dieses Gameplay massiv ausbauen. Ihr seht hier im Beispielbild. Das wird richtig fett. Und es ist eben nicht instanziert. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist in der Open World. Jeder kann die Base eines jeden anderen sehen. Die Himmelskörper sind groß genug. Und wir werden mal gucken, wie das dann insgesamt funktioniert. Aber es sollte auf jeden Fall die Spielwelt deutlich, deutlich, deutlich beleben. Zum Schluss noch ein paar Worte zum Thema Verteidigung. Natürlich ist die Frage, wenn ich so viel Aufwand in eine Basis stecke, wie verteidige ich sie dann? Und die Antwort ist relativ simpel, es kommt drauf an. Wenn die Basis in einem sicheren System ist, also zum Beispiel in Stanton oder in Terra oder in Castra, dann ist die Basis faktisch unzerstörbar, weil es einen planetarischen Schutzschild gibt, der die Basis im Prinzip unzerstörbar macht. In anderen Sternensystemen, Pyro zum Beispiel oder Nyx, gibt es das aber nicht. Dafür muss man dort entsprechend selber einen Schutzschild aufbauen, der wesentlich, wesentlich, wesentlich massiver ist als die, die wir bisher kennen. Also man kann die eigene Basis auch da mit dem Schild schützen, aber der ist dann eben zerstörbar. Und man kann gewaltige Geschütztürme, Panzer und andere Gerätschaften hinbringen. Je nachdem, was es eben für eine Basis ist, lohnt es sich ja auch, um diese entsprechend zu verteidigen. Außerdem gibt es noch eine andere Schildmechanik, über die wir in einem weiteren Let's Show später sprechen. Die ist speziell im Pyro-System interessant und wo offenbar auch bei Nyx. Denn es ist wohl so gedacht, dass man temporär für eine Woche ein Schild aktivieren kann, wenn man die Vorherrschaft in dem System hält. Aber das ist, glaube ich, eine Geschichte für ein anderes Video. Genauso wie das Thema Raumstationen. Es ist nämlich geplant, dass wir unsere eigene, wirklich absurd gigantische Raumstation haben und sogar einen eigenen Bengal-Carrier dort craften können. Auch das machen wir in einem anderen Video, ansonsten wird es hier echt viel zu lang. Für den Moment würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, gebt mir gerne Feedback zu diesen ganzen Themen und ich denke, ihr habt schon gemerkt, dass ich mehr als happy bin mit dieser Art von Base-Building und ich kann es kaum erwarten. Ich bin super excited für diesen Content. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. We're 65 degrees. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on the road?